Oh Gott, was macht die? Ey, was ist los? Hör auf! Mathilda rastet komplett aus. Ey, was soll das? So, neue Mission. I walk the line. Wo muss ich lang? Ich muss hier irgendwie lang. Oh, warte mal, ich mach mal hier nochmal den Scanner. Wir wissen ja, dass es hier an jeder Ecke irgendwas gibt, was ich eventuell gebrauchen könnte. So. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Zeug. Wir nehmen eigentlich alles mit hier. Achso, wo fahre ich denn jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Oder? Dann lass uns mal nach unten. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf dem Link, okay? Mhm. Scheint so. So. Junge, hier sind so viele Dinger, ey. Das ist echt so krass. Runter, wo? Wohin? Immer der Nase nach. Und einmal hier hoch. Dip, 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 dip. 500 Meter? Meinen die das ernst? Ich glaube, das meinen die ernst, ne? Okay, dann machen wir mal 500 Meter. Weil wir müssen, glaube ich, wirklich zu diesem Einkaufszentrum da drüben, oder? Alter, das kommt mir so bekannt vor. War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, das war diese Kreuzung, wo ich diesen Typ nicht gefunden habe. Na los, geht zu Jim. Oder muss ich einen besseren Söldner finden? Ich bin doch schon unterwegs. Was will der denn von mir? Wir sollen mal chillen. Das dauert halt immer ein bisschen, ne? Kann doch hier nicht, ne? Hier war ich auch schon mal. Hier habe ich die alle erledigt, ey. Da war Halligalli. Eigentlich muss ich nur geradeaus. Hört, hört! Mhm. Ach, guck mal, da ist die Mall. Und wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Dann gehe ich mal hier lang. Hast du eine Kippe? Ich hab keine Kippe. Auch nicht mehr. Ich glaube, das ist der ganz normale Weg, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ne? Ja, hier war ich wirklich schon mal, aber da war es Nacht. Naja. Ich dachte, ich soll zum Mall. Mall ist doch da. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Mhm. Wir müssen hier keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein, unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage, von hinten. Aber pst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Okay, betritt die Mall. Ich kann da jetzt einfach so reingehen. Okay, meine Waffen kann ich trotzdem ziehen, sehr gut. Das ist halt immer so ein Ding, ne? Weil ich meine, der Typ sieht jetzt, was ich sehe. Und die Frage ist jetzt, was hier abgeht. Weil, ne? Da sind Gegner, glaube ich, oder? Irgendwas ist da. Da steht doch einer. Betritt die Mall, steht da. Okay, man kann die Mall ja ganz einfach betreten, ne? Indem man nicht auffällt. Und indem man eventuell auffällt. Solange die mich nicht sehen, ist glaube ich alles cool, ne? Ich hätte die auch wegballern können mit meiner Pumpe, Alter. Schieße ich zweimal und dann ist das Ding vorbei hier. Da sind schon wieder welche. Will die mich verarschen oder was? An denen komme ich nicht einfach so vorbei.
glaube ich. Vielleicht irgendwas mit dem Motorrad machen. Da sind zwei. Sitzen nur da. Und? Nichts. Ich gehe einfach mal ganz entspannt geradeaus und wenn die mich sehen, dann sehen sie mich, ne? Guck mal, ich hab's geschafft, Alter. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Pumpe. Die Grafik ist schon ganz schön krass, ne? So, sind wir drin und jetzt? Sehe ich. Der Kamionett. Check ihn. Okay. Was soll ich checken? Was soll ich checken? Finde den Wagen in der Lobby. Da ist einer. Sorry, Bro. Jetzt ganz entspannt hier. Kamera im Korridor. Wer meinte sie? Ist die an? Ich dachte, die Mall ist seit Jahren verlassen. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Ich kann mich nicht verbinden. Was soll ich denn jetzt machen? Machen? Oh Gott. Kamera hat mich fast gesehen, ey. Huch. Ich meine, wenn es knallt, dann knallt's, ne? Wenn's knallt, dann knallt's, Freunde. Da oben ist noch eine Kamera auf jeden Fall. Finde den Wagen. Da ist die Kamera. Könntest du immer noch einen Weg den hier holen? Geht aber nicht mit den Leuten. Ist hier nicht irgendwo ein Computer, dass ich dir mal irgendwas ausschalten kann? Er geht aber nur auf deine Bewegungen. Die neuen Modelle lernen dazu. Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Einfach verkloppen. Für der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Und da soll ich jetzt einfach rübergehen, oder wie sieht das aus hier? Das funktioniert. Oh Gott, der hat sich gerade umgedreht. Der hat sich einfach gerade mal umgedreht, ey. Jetzt geradeaus? Ich glaube, ich muss eher hier lang, ne? Umwege machen. Mission, wo ich nicht rumballer. Da steht einer. Ist aber auch ein bisschen langweilig, ne, wenn du nicht rumballerst. So ein bisschen. Der guckt ja da lang, Alter. Wie soll ich denn das machen?
soweit ich komme. Weil sonst rastet zu manch aus. Ja, ja, alles okay. Und was Quatsch sagt, ist mir egal. Ich pack den Arsch gerade im Kino. Besser da als hier. Ach du Scheiße. Gesichtet. Auf jeden. Muss nur den Injektor auf ihren Rücken trashen. Reich der Beute. Alter, wie würde dir die Kronjuwelen auf den Rücken? Da stehen ja auch welche. Denn da weiterkommen. Auf da steht auf jeden Fall dieser Wagen. Aber ich muss hier irgendwie lang. So, das haben wir schon mal geschafft. Den hau ich jetzt K.O. Ist hier noch was? Nee. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Wie verbinde ich mich denn mit dem Wagen, Alter? Ah, hier. Na dann los. Wo du schon mal hier bist? Sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Batmos. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Was sieht? Wir werden rausgedrängt. Und wen? Corona weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Nun sieht dich niemand. Was macht der denn da? Also ich meine, zur Not kann ich auch noch rumballern, ne? Komm ich nach hoch? Wollen die mich verarschen oder was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich komme da nicht hoch. Aufzugsschacht? Ja, okay. Ist doch richtig, oder?
Ich soll auf jeden Fall da irgendwie hoch, aber... Wie komme ich da hoch? Komm da nicht hoch. Original? Oder gibt es hier noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Da ist das Cinema, das Kino. Mhm. Es ist interessant, dass ich bis jetzt da Stealth reingegangen bin. Normalerweise... Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, hm? Sie muss eine Schwachstelle haben. Soll ich ballern oder was soll ich machen? Schwachstelle hin oder her, Alter. Okay. Ist jetzt Halligalli oder was? Das ist auf jeden Fall ein Boss. Scheiße. Mir gefällt das total. Aber weißt du was, du? Ich mach dich kaputt. Eine Frau, Mathilda. Oh yeah. Oh Gott! Was macht die? Hey! Was ist los? Hör auf! Mathilda rastet komplett aus. Ey, was soll das? Was ist los? Den Schwein bin ich hart. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Wird die nicht mehr erhalten können. Er ist im selben Subway wie die Alpha. Erledigt. Und jetzt der Watcher. Jetzt der Watcher? Muss. Wer ist denn der Watcher? Alter. Lass dich mal so da liegen, ne? Irgendjemand hat mich da noch irgendwie gesehen, aber... Ich weiß nicht genau, was das war. Mathilda. Noch Muni. Irgendwas hatte mich doch da gesehen.
gesehen. War wieder von irgendwo, wo eigentlich gar keiner ist, Alter. Ist das hier richtig? Muss ich denn hier lang? Ich glaube, die können mich auch hören. Okay, das ist auf jeden Fall richtig. Ist der Agent drin oder was? Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten. Klar. Du musst zuerst. Was kommt denn da, Alter? Das sieht. Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Okay. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Ziehst du deine Waffe bis dahin? Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Netwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Ja. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Ich muss aber mit der Tuss reden. Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und Teenage-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Mhm. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sie selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Mach mal. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Und? Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also, die Uhr tickt. Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay, komm. Mach schon. Ich wusste, wir werden uns noch einig. Wie kannst du auf den Scheiß reinfallen? Naja,
Vielleicht ist da doch was dran, ne? Fast vergessen. Die Söldnerin geht. Sie gehört jetzt zum Team, also seid nett zu ihr. Keine Probleme, ja? Viel Glück. Hab das Gefühl, wir sehen uns wieder. Schauen wir mal. Interessant auf jeden Fall. Kann man hier auch lang? Nee. Ich kann einfach so rausspazieren und was erzähle ich dem gleich? Sag ich dann so, ja, Junge. Achso, das ist mein Weg. Ich wollte hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwie vielleicht ein Sammelitem ist oder so. Ein gehender Anruf. Was soll der Scheiß, wie? Du bist off. Ich konnte nichts sehen. Sind Brigitte und der andere Typ wieder zurück? Woher weißt du? Ja, Mammon B ist wahr. Sehr gut, denn ich muss mit dir reden. Und was ist mit Nedwatch? Ist erledigt. Sprich draußen mit meinen Leuten. Okay. Er lässt sie gehen? Das überlegt der Wichser sich besser nochmal. Komm ab da. Ich brauch die Muni. Kann ich mir hier nochmal alles angucken, oder was? Krass. Nimm doch mal das Zeug mit hier. Das sind diese Sachen, die ich eben nicht holen konnte. Alter Schwede, ey. Das ist echt ein riesen Mall hier. Krass. Ja, komm, wir gehen mal raus. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich nochmal hier rein kann irgendwann. So, hier war die große Schlägerei. Die Muni nehme ich nochmal mit. Was hier? Kann man hier auch lang? Achso. Achso. Muni. Medikit. Nochmal Muni. Ansonsten war hier nichts mehr, ne? So. Hier ist noch was. Das sind halt diese kleinen Dinge, die man dann irgendwie vergisst und so. Guck mal, da drüben ist auch noch einer. Guck mal, was hier los, ey. Ich meine, wenn man sich hier durchkämpfen würde, ne, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt mal Steals gemacht. Steals. So ganz Steals. Um mal zu gucken, was hier wirklich so abgeht. Ja. Da ist noch einer. Junge, hier sind zu viele. Ich weiß gar nicht, ob man die alle braucht, aber... Hier ist noch was. Ist das der Weg, den ich vorhin durch, den ich gegangen bin? Weiß ich gar nicht mehr. Hier ist auch noch was. Und genau diese Sachen meine ich, Alter. Wenn du die vergisst. Also Muni ist egal, aber. Was sind anderen Geschichten hier? Hier geht's gar nicht weiter, Alter. Wie komme ich denn hier wieder raus? Kohle. Hä? Komm ich hier überhaupt raus? Nicht so aus, ne? Bestimmt irgendwas vergessen, aber dann ist es halt so. Oh, hier ist noch ein Laden, warte mal. Hier gehen wir nochmal rein. Was war das? Warum geht die denn so langsam? Ach, ich habe zu viel dabei. Jetzt geht's wieder. Drüben ist noch eine. Oh, guck mal, da hinten ist noch was. Ja. Na, nimm. So. Ich glaube, jetzt durften wir eigentlich alles haben. Also vorhin
Ja, gut, auf der anderen Seite war ich nicht, ne? Das ist halt das Ding. Dass ich da nicht war. Hier ist das Auto. Okay. Naja, chill mal. Hier ist der Fahrstuhl. Aber die müssten sich doch wundern, dass ich vorne wieder rauskomme, oder? Ah, ja. Hallo. Wir sollen dich zu Placid bringen. Gehen wir. Dann gibt's wahrscheinlich gleich die Schlägerei, ey. Schauen wir mal. Gut. Was sieht? Was sieht? Wo ist er denn? Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Will der mich jetzt auslesen, oder was? Was hast du in der Gym gemacht? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Quick Hack Menü. Ich weiß nicht, warum das angezeigt wird. Sag schon, Ragnon! Ja. Sag mir, was passiert ist. Sonst schlitze ich dich auf und seh mir und dann den Dreck an. Versuch's doch, du Wichser. Affe, wir müssen runter. Ich Brigitte. Kenne Edwards Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agente? Dann schieß ihr in den Kopf. Wer weiß, was sie in sie gepflanzt haben, ob ihr System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war. Wie viel es wert ist. Doch, hab sie gescannt. Kann ich jetzt mit dir reden oder nicht? Ragnon. Alle, meine Munion an Kavois. Hallo? Sprich mit Placid. Komm mit mir. Alter, mit wem soll ich denn jetzt reden hier? Okay, mit Brigitte. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Der Biochip ist kaputt. Deshalb bin ich hier. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich, aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, können wir alles, um dir zu helfen. Ach, hab wohl keine Wahl. Komm. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Irgendeine Gruft, Alter? Okay. Mission abgeschlossen. I walk the line. Alright.